statistisch betrachtet 3 bis 4 Mal pro Tag die Erde auf und ein neues Sinkhole entsteht. Und manchmal passiert das leider auch dort, wo Menschen leben. Direkt unter mir liegt eines der wohl größten Sinkholes überhaupt in Florida. Dieser Teich da unten, zwischen Fußball- und Tennisfeld. Früher standen da mal Gebäude, aber dann, wups, tat sich dieses riesige Loch auf und hat sich nachher mit Wasser gefüllt. In diesem Teil des wasserreichen Staates gibt es bereits so viele Erdlöcher, dass die Einheimischen die Region als Sinkhole Alley bezeichnen. Die Erdlochallee. Eine ziemlich gruselige Vorstellung. Plötzlich, ohne Vorwarnung, tut sich einfach so unter uns der Boden auf. Sollten Sie jetzt denken, tja, schlimm, aber das passiert ja nur anderswo und betrifft uns in Deutschland nicht. Fehler. Ich bin in Thüringen, in Nordhausen. Und mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr würde ich Ihnen jetzt gerne mal was zeigen. Hier sind 10.000 Tonnen Erde einfach so verschwunden. 10.000 Tonnen, das ist wirklich viel. Man bräuchte fast 400 große Kipplaster, um so viel abzutransportieren. Einzelne Erdschichten bestehen hier aus Kalk, Sulfat und Salzgestein. Überreste eines Urmeeres, das einst hier schwappte. Erdplattenbewegungen haben diese vor Millionen Jahren zum Teil nach oben gedrückt. Dringt Wasser ein, greift es diese Schichten an. Im Laufe der Jahrtausende werden die Schichten immer durchlässiger. Geologisch spricht man von der Korrosion des Gesteins oder Verkarstung. Dabei entstehen immer größere Hohlräume, bis auch die oberen Schichten instabil werden und einstürzen. Das ist dann der Erdfall. Genau das dürfte auch hier in Nordhausen passiert sein. Denn die Geologen vermuten, dass sich 100 Meter unter mir eine gewaltige Karstschicht befindet. Das sogenannte Georisiko-Karstboden, das gibt es aber natürlich nicht nur in Thüringen, sondern überall auf der Welt.